ist wieder zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Entschuldigung, Entschuldigung, dass jetzt so eine Begrüßung kommen musste. Normalerweise hatte ich die eigentlich schon aufgenommen gehabt, aber warum auch immer ist sie verschwunden. Ich habe mich gerade an den Schnitt des Videos gesetzt, bin auch schon geduscht, wie man sieht, aber es ist einfach futsch, deswegen jetzt hier von mir nochmal einen schnellen Einspieler. Ich werde heute auf jeden Fall versuchen, oder ich habe versucht, mir Selbstbräuner selbst aufzutragen, und ob das funktioniert hat oder nicht, werdet ihr auf jeden Fall jetzt gleich sehen. Aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn das Ergebnis ist schon... Ja, schaut es euch einfach an. Wenn ihr mehr Lust auf solche Videos habt, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, dass ich mehr solcher Sachen ausprobiere und ja, generell verrückte Sachen ausprobiere, die ich vielleicht noch nie getan habe. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt würde ich sagen, schaut euch das Video einfach an. Ich hoffe, jetzt hat es funktioniert. Okay, da bin ich wieder. Eine Sache wollte ich doch noch sagen. Und zwar, es geht quasi um diesen Selbstbräuner, den ich mir bei DM geholt habe, den ich euch gezeigt habe in meinem letzten DM-Haul. Und ich habe ihn mir in Medium gekauft. Nachdem das Video aber online gewesen ist, habe ich ganz, ganz viele Nachrichten unter dem Video und auch auf Instagram bekommen, dass Medium viel, viel, viel zu gelbstichig sein soll und ich Dark ausprobieren soll. Das soll wohl nicht so dunkel sein. Daraufhin bin ich quasi heute bei 30 Grad, es war viel zu heiß, zu DM gelaufen und habe den Selbstbräuner Gott sei Dank umgetauscht bekommen und habe jetzt quasi die Dark Edition. Also vielen, vielen Dank für euren Tipp. Und jetzt geht's aber auch los. So Leute, ich sitze jetzt hier in der Badewanne drinne und muss jetzt erstmal meine Beine rasieren. Und das wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Also lass uns einmal schnell vorspulen. Viel Spaß dabei. Ah, oh mein Gott. Kalt. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob wir erstmal nur ein Bein machen oder ob ich direkt volle Kanne beide mache. Aber wenn eins verkackt ist, dann sieht es auch doof aus, wenn nur eins ist. Ich mache direkt einfach beide. Aber jetzt erstmal rasieren. So Leute, in der Zwischenzeit habe ich mich kurz einmal umgezogen, weil ich mega Angst hatte, dass ich sein Shirt irgendwie total versaue nachher mit diesem braunen Zeug. Und ich habe gerade eben die Aufnahme gestoppt, als ich mit dem rechten Bein fertig war. Ich kam mir so bescheuert vor, dass ich vor einer laufenden Kamera einfach meine Beine rasiere. Das hat sich mega cringe angefühlt. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig mit dem Rasieren. Meine Beine sind schnicky, picky, weich und soft jetzt wieder. Ich glaube, ich habe mich auch nur einmal geschnitten. Ich sag so, ich hasse Rasieren. Ich schneide mich mit... Oh mein Gott. Ich schneide mich mindestens einmal pro Rasiergang. Ich sage so, ich hasse es. Aber dieses Mal war es nur einmal. Bin ich sehr stolz auf mich. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch schon rasiert und wenn ja, ob ihr euch auch immer schneidet. Auf jeden Fall ist jetzt der nächste Schritt Peelen. Und dafür habe ich jetzt einfach, ich weiß es nicht, ich hatte das einfach zu Hause. Ich habe das, glaube ich, gar nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Auf jeden Fall dieses Duschpeeling. Und damit werde ich jetzt mit diesem Schwamm hier meine kompletten Beine einmal... Leute, ich sag's euch, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Also klar, ich glaube, das lässt sich ja mit normalen Duschwäschen wieder rauswaschen. Aber ich habe so Angst, dass ich jetzt wochenlang im Hochsommer einfach so komische Hände habe. Ach, Beine habe. Ich bin schon total verwirrt. Mein Gott, meine Hände sind so dick. Ich komme in den Handschuh nicht rein. Mein Gott. Leute. Okay, so. Jetzt werde ich mir aber als allererstes einmal die Beine peelen. Alter, wie eng ist dieser Handschuh? Sieht aus wie Michael Jackson jetzt. Das Licht jetzt hier macht meine Beine viel dunkler, als sie eigentlich sind. Also sie sind, hier sieht man das gut, mega weiß. Und ja, auf jeden Fall peele ich die jetzt erst einmal ab. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Leute, ich habe sowas noch nie gemacht. Ne? Ich weiß echt nicht, wie das jetzt funktioniert. Ich mache mir jetzt einfach mal hier so ein gutes Ding. Okay, beim Peelen kann ja jetzt eigentlich nicht so viel schief laufen. Ne? Wir machen das jetzt einfach hier einmal alles. Oh mein Gott, Leute, ich sag's euch, ich habe noch nie so weiche Beine in meinem Leben gehabt. So, ich bin jetzt fertig mit allem und ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich das machen soll. Ich habe so Angst. Also meine Beine sind schon hässlich weiß, aber oh, ich weiß auch nicht. Ich habe Angst. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr schon mal Selbstbräuner benutzt? Und wenn ja, oh, das ist hier voll dreckig. Wenn ja, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare.
Und ja, ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen und mir da auf jeden Fall immer wieder reichlich Tipps und Tricks verraten. Also gerne, gerne da einmal vorbeischauen. Und ja, es ist, glaube ich, voll doof, die Location jetzt hier, ist jetzt einfach auf dem Klo. Aber es geht ja nicht darum, wo ich sitze, sondern was ich jetzt hier mache. Und ich würde sagen, ich weiß es nicht, oh mein Gott. Okay, also, als allererstes, bevor wir überhaupt anfangen, würde ich sagen, schütteln wir erstmal, denn hier steht hinten drauf, also falls ihr das benutzt, gut, 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 gut schütteln. Also nicht nur einmal kurz so, sondern richtig schütteln. Und das machen wir lieber ein paar Mal zu viel als zu wenig. Aber ich denke, das sollte reichen. Okay. Oh, ich bin mega aufgeregt. Egal. Also, falls es nicht funktioniert, dann laufe ich halt nur noch mit langer Hose rum. Jetzt ziehe ich mir aber erstmal diese Handschuhe hier an, weil ich nicht möchte, dass mit den Gehnägeln irgendwas passiert. Ich schiebe mir richtige Filme noch einen zweiten drüber, damit bloß nichts passiert. Warum kann ich denn diese Handschuhe nicht anziehen? 10 Jahre später. Safety first ist getroffen. Und jetzt kommt der Bräunungsmus-Handschuh. Oh, ich bin total nervös. Wisst ihr eigentlich, wie kacke teuer diese Handschuhe sind? Dieser Handschuh hat einfach 5 Euro gekostet. Und ich weiß nicht mal, mit welcher Seite ich das jetzt, okay, ich denke, mit der auftragen soll. Ich weiß nicht, was hier so besonders dran sein soll jetzt. Oh, jetzt ist meine Hand zu dick. Was sind denn das für kleine Dinger? Ist meine Hand zu überdimensional oder sind die einfach doof? So, okay, und dann würde ich sagen, Shampoo macht man dann einfach so. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Egal, okay, wir machen es einfach mal. Ich überlege jetzt, also, das Problem ist, hier steht nicht so viel drauf. Soll ich jetzt 1 oder 2? Ich mache es einfach. Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal bitte an, wie braun das ist. Es ist viel zu braun für meinen... Schaut euch mal bitte diesen Unterschied an. Sieht man das? Warte, ich mach mal mehr drauf. Ich werde nachher aussehen wie so eine Kackwurst. Ich sag's euch. Egal, ich mach's jetzt einfach. 1, 2, 3, zu spät. Zu spät. Oh mein Gott, das sieht voll gut aus. Seht ihr das? Okay, ich verreib's lieber schnell, bevor... Oh mein Gott, das ist ja voll gut. Nee, das ist voll orange. Leute, mache ich was falsch? Ich mache es einfach mal auf dem Fuß, weil sieht doof aus, wenn der Fuß weiß ist. Oh nein. Ich will das auch machen. Hier piekt sich irgendwie alles. Oh nein. Ich sehe aus wie so eine... Oh Gott, okay. Egal, ich mache einfach weiter jetzt. So kann es ja nicht bleiben. Einfach jetzt hier hinten weitermachen. Oh verdammt. Okay, also, ich habe jetzt mein rechtes Bein einmal gemacht. Zuallererst muss ich sagen, stinken tut es überhaupt nicht. Ich habe die ganze Zeit das, also, ich habe gedacht, dass sowas total stinken wird. Ich sehe jetzt hier, aber ich glaube, das kommt vom Rasieren. Meine ganzen, also da, meine ganzen, wie sagt man, Dinger halt, wo die Haare rauskommen, also diese einzelnen Poren, sehe ich jetzt irgendwie alles. Hier auf der Seite ist es ganz, ganz schlimm und irgendwie klebt es auch so ein bisschen. Also das finde ich jetzt irgendwie nicht so angenehm, aber man soll das jetzt ein paar Stunden einwirken lassen. Vielleicht wird es dann besser aussehen, aber ich zeige euch jetzt mal den direkten Vergleich. Das habe ich jetzt hier eingebräunt und das, ja, logischerweise, wie man sieht, nicht. Ich finde schon, dass es irgendwie, also klar, man sieht den Unterschied. Oh mein Gott, meine Knie sehen voll hässlich aus. Aber ich finde, das sieht zu gelbstichig aus. Oder bilde ich mir das ein? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ändert sich das auch nochmal, wenn ich es ein paar Stunden einwirken lassen habe. Ich lasse das jetzt mal so. Ich mache das Bein jetzt noch. Und nach ein paar Stunden zeige ich euch mal das Endergebnis. Und dann gebe ich mein endgültiges Feedback. So, ihr Lieben. Es sind jetzt einige Stunden vergangen. Es ist mittlerweile 9 Uhr, also es wird schon langsam dunkel und länger möchte ich jetzt nicht warten, weil sonst das Licht zu schlecht ist. Ich möchte aber gleich das Video schneiden, damit es auf jeden Fall jetzt am Sonntag online kommt. Ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis, aber zuallererst möchte ich euch sagen, dass ihr euch natürlich nicht von meiner Meinung jetzt beeinflussen lassen müsst. Also jede Haut nimmt sowas hier unterschiedlich auf, jede Haut reagiert darauf anders, bei jedem kann es anders aussehen. Vielleicht, also ich bin keine Selbstbräunungsexpertin, wie ihr wahrscheinlich in diesem Video schon gemerkt habt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Also, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber ich zeige euch das Ergebnis jetzt trotzdem einmal
und werde euch auch dann meine Meinung dazu sagen. Ich stelle euch einmal kurz hin. So sieht es jetzt aus. Ich mache es nochmal ein Stückchen runter. Ich habe das Gefühl, dass es leicht nachgelassen hat, die Bräune. Also sie ist schon ein bisschen besser eingezogen. Ich finde es hier unten ein bisschen fleckig. Ich weiß aber, wie gesagt, hier ist ein blauer Fleck. Nicht gesagt, ob das jetzt auf der Kamera so rüberkommt und auch, ob das an mir liegt, falls ich es falsch aufgetragen habe. Ich weiß es nicht. Und ich finde, dass das linke Bein dunkler wirkt als, ich glaube, das sieht man auch, oder? Ja, das linke Bein ist dunkler und schöner geworden als das rechte. Das sah aber am Anfang auch so aus. Ist aber jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, vor allem hier unten in der Partie extrem stark verblichen. So, wie gesagt, aber woran das liegt, weiß ich auch nicht. Ansonsten finde ich das Ergebnis eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, man muss da einfach so seine eigene Taktik herausfinden, wie man das Ganze aufträgt, wie man das macht. Ich glaube, an den Armen traue ich mich es noch nicht, obwohl das schon schön wäre, wenn die auch mal braun wären. Ich meine, schaut euch mich gerade mal an. Ich gucke gerade oben ins Kameradisplay. Ich bin schon ein weißer Käse, wenn man jetzt mal meine Beine dazu vergleicht. Ja, nicht so dolle. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe jetzt sogar gerade eben noch mal kurz unter mein Video geguckt, unter dem DM-Haul. Und da haben auch ganz, ganz viele geschrieben, dass ich doch bitte mal eine Review so dazu drehen soll. Das habe ich jetzt hiermit also gemacht. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare mit dem Hashtag Test. Dann weiß ich da Bescheid, werde das auf jeden Fall öfters für euch machen. Und dann könnt ihr mir gerne mal bei Instagram folgen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das Selbstbräunen angeht. Eventuell werde ich es vielleicht doch mal im oberen Bereich hier probieren. Seht ihr aber auf jeden Fall alles da. Dann könnt ihr mich hier sehr gerne noch kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Ich habe euch ganz so lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!